Leerstehende Häuser, ganze Straßenzüge baufällig und vor sich hin rostende Industrieanlagen, alles durchtränkt von Schneematsch, eisigem Regen und beißenden Winden, die von den großen Seen heranpeitschen. Einstmals der Maschinenraum von Amerikas Automobilindustrie, jetzt ernsthaft im Niedergang. Die Bevölkerung ist in nur 2 Jahrzehnten von knapp 2 Millionen auf 700.000 geschrumpft. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt hier gerade mal bei 2/3 des US-Durchschnitts. Im Zentrum stehen die Wolkenkratzer leer und in den Vororten liegen die Wohnblocks brach. Ganze Nachbarschaften hat der städtische Zerfall aufgefressen. Wer es sich leisten konnte, also vor allem die Mittelklasse und die Weißen, sind weggezogen. Auf den Straßen regieren Gangs den städtischen Dschungel, während die Obdachlosen in der Gosse ihr Elend mit Alkohol und Drogen zu vergessen versuchen. Inseln der Hoffnung verbleiben. Aber es sind wenige und sie sind weit verstreut. Manchmal erkennt man sie auch kaum als diese Inseln der Hoffnung. Eine solche ist das Polizeirevier des 5. Precinct in der Livernois Avenue. Ein heruntergekommenes Gebäude im Herzen Detroits, in einem Konferenzraum, der gleichzeitig dem Revierleiter Lieutenant Pierce als Büro dient. Hat dieser eine außerordentliche Dienstbesprechung bezüglich der Tatortbegehung mit Franklin Mills anberaumt. Der Konferenzraum ist weitgehend unauffällig. Er ist mit einem alten Projektor für Präsentationen und einem rissigen Whiteboard ausgestattet. Es funktioniert nur jeder zweite Stift und der Projektor ächzt auch erbärmlich gegen die Überhitzung an. Ein Sammelsurium ungemütlicher Plastikstühle steht um einen mit Akten und Resten von Fastfood-Mahlzeiten völlig überladenen Schreibtisch herum. Der Boden ist mit fleckigem, dunkelbraunem Teppich ausgekleidet. Von draußen rüttelt unerbittlich der frostige Wind eines ansonsten einigermaßen klaren, auch einigermaßen klaren Novembertages an den Fenstern und dringt durch die Ritzen der undichten Rahmen. Die Klimaanlage des Reviers hat längst den Dienst eingestellt. Lediglich in Pierce Refugium kämpft eine surrende Standheizung auf verlorenem Posten gegen die eindringende Kälte. Der Kaffee ist bestenfalls lauwarm und schmeckt abgestanden. In diesem Konferenzraum-Büro sind 6 Menschen anwesend. Lieutenant Pierce, ein ergrauter, gealterter, erfahrener im Rang eines Lieutenant von der Detroiter Mordkommission. Detective Felix Janner, Officer Hayden Kostroff, vom Detroit Police Department, der stellvertretende District Attorney Joshua Katz, der Psychologe Dr. Caleb DeHamry und Kunal Minaj, der Assistent von Staatsanwalt Joshua Katz. Es ist früher Nachmittag an diesem Novembertag. Ein Debriefing steht an. Vielleicht beschreibt er uns erstmal kurz eure Charaktere, wie sie ausschauen, was für einen Eindruck sie machen, wie sie sich verhalten vor dieser Dienstbesprechung, im Rahmen dieser Dienstbesprechung. Und dann steigen wir ein. Ja, direkt neben dem Lieutenant Pierce sitzt der Staatsanwalt, euch sicherlich durch die letzten 3 Monate auch bekannt. Mann, der äußerst schick und elegant dort gekleidet ist, seinen Winterfellmantel hat er an die Garderobe gehangen und vor sich jetzt sorgsam geordnet, aufbereitet den Inhalt seiner Taschen, sprich Portemonnaie, ein gutes Smartphone und auch seine Brille, die er abgenommen hat und euch jetzt darüber mustert. Er sieht kritisch aus, weiß er natürlich darum, dass oder was jetzt heute auf uns zukommt. Ja, durch und durch elegant, weiß, wie man auftritt und ja, schaut immer mal wieder rüber zu seinem neuen Assistenten, der gerade auch neben ihm sitzt und flüstert wohl einige Worte ihm mal zu. Ja, denn Detective Felix Janner ist so ziemlich genau das Gegenteil vom Staatsanwalt. Die Klamotten, die er trägt, sind vielleicht so teuer wie das Hemd des Staatsanwalts an sich. Er hat wohl in seinem Mantel und seinem schlecht sitzenden Anzug geschlafen, sitzt demonstrativ hinten in der Ecke, strahlt komplett aus, dass er überhaupt keinen Bock darauf hat, hat so ein
Kaffeebecher aus Styropor oder Go-Becher vor sie stehen. Holt so ein orangenes Döschen raus, schmeißt sich zwei Pillen ein und wer dicht an ihm vorbeigeht, der merkt auch, duschen war heute nicht und sicherlich war gestern Abend auch ein tiefer Blick ins Glas dabei. Ja, Dr. DeHamre sitzt dem Staatsanwalt gegenüber. Er ist, wie eigentlich immer, sieht er aus wie aus dem Ei gepellt. Er legt viel Wert auf sein Äußeres. Seine Kleidung ist ebenfalls edel, jedoch diejenigen von euch, die sich etwas auskennen, werden sehen, dass sie nicht ganz an das, ich sag mal, an den Kostenpunkt heranreichen, den der Staatsanwalt trägt. Er hat sein Smartphone und sein iPad vor sich auf dem Tisch liegen. Er hat sich dort schon einige Notizen auf seinem Gerät gemacht. Er wirkt generell etwas, nun, abwesend, wenn nicht arrogant, vor allem den Polizisten gegenüber. Er ist ungeduldig. Ja, Aiden Kostroff sitzt nicht direkt neben dem Doktor, sondern zwischen ihnen ist ein Stuhl frei, sofern das noch möglich ist. Er trägt einen gepflegten Anzug. Man kann aber deutlich sehen, dass das Preisniveau bei weitem nicht an den Staatsanwalt und den Doktor reinkommt. Gleicht vielleicht zu dem des Detectives, aber mit dem Unterschied, dass er, wie gesagt, gepflegt ist. Er wirkt allerdings erschöpft, etwas ausgemergelt, hat die Hände bewusst, also es sieht sehr gestellt aus, er hat die Hände auf seine Oberschenkel gelegt und möchte, das macht es vermittelt so den Eindruck, als würde er bewusst sehr ruhig und gelassen wirken wollen. Allerdings schaut er unruhig zwischen den Anwesenden hin und her und hat der Dinge, die da jetzt kommen werden. Der Lieutenant klickt sich etwas angestrengt immer wieder von seinem definitiv nicht mehr dampfenden Kaffee Schlücke nehmend durch eine PowerPoint-Präsentation mit den wichtigsten Tatortfotos, einer Timeline, also im Wesentlichen all das, was ihr auch in den Handouts schon bekommen habt an Informationen, klickt sich da durch und gibt so einen kurzen Abriss der Situation. Franklin Mills ist seit dem 22. August in Haft. Neben mehreren kleineren Bagatellen ist er des vierfachen Mordes in the first degree angeklagt, inklusive der Ermordung eines Police Officers. Die forensische Beweislast ist erdrückend und es gibt zahlreiche Zeugen. Was die kriminologische Seite angeht, ist der Fall abgeschlossen. Wir warten nur noch auf die Verurteilung. Wie dem auch sei, der Angeklagte bleibt beharrlich dabei, dass er sich an nichts, an keine Einzelheit dieser Taten erinnern kann. Eine forensisch-psychiatrische Analyse von Dr. Caleb DeHamre hier durchgeführt, sagt uns, genauso wie der Polygraphentest, dem Mills unterzogen wurde, dass Mills die Wahrheit sagt. Also jedenfalls in seinem eigenen Kopf der Felsen fest und nicht davon abzubringen zu sein, dass er diese Taten nicht begangen hat, auch wenn jeder Beweis darauf hindeutet. Wie dem auch sei, William Bedford, 9 Jahre, seit 3 Monaten verschwunden. Nach der Ermordung seines Vaters, einer Schulfreundin und seines Babysitters wurde er zusammen mit seiner Mutter und auf Seiden Kostroff hier vom Haus der Familie Bedford in der 514 South Waring Street in Oakwood Heights auf einen abgefragten Frachter in Sug Island verschleppt. Janice Bedford, die Mutter, fand dort unter grausamen, ritualmordähnlichen Umständen den Tod. Officer Kostroff konnte das Martyrium bestehen. Detective Glover, der Partner von Detective Jenner hier, wurde vor Ort erschossen mit der Dienstwaffe von Officer Kostroff. William Bedford ist verschwunden,
Hunde, Helikopter. Wir haben die ganze verdammte Insel nach ihm abgegrast, jeden Stein zweimal umgedreht, aber wir konnten den Jungen nicht finden. Und der Einzige, der uns etwas über den Verbleib des Jungen sagen könnte, scheint jegliche Erinnerung an die Taten vergessen, verdrängt, wie auch immer gelöscht zu haben. Der stellvertretende Staatsanwalt Joshua Katz hat daraufhin beim Gericht eine Tatortbegehung beantragt. Wir hoffen, Sie hoffen, Herr Staatsanwalt, wenn ich das richtig verstanden habe, durch die Tatortbegehung das Erinnerungsvermögen von Mr. Mills anzukuppeln. Vielleicht doch noch einen Hinweis darauf zu finden, was er mit William Bedford angestellt hat. Ja, das ist zumindest eine Theorie, die ich von die Hembre gehört habe. Und wenn wir etwas mehr Licht, verzeihen Sie, dass ich Sie unterbrochen habe, aber ich glaube, wir kennen sowieso schon die ganzen Details. Wie gesagt, wir müssen in diesem Fall sehr vorsichtig sein. Sie dürfen doch gleich fortfahren, Lieutenant. Ich möchte euch, Sie alle, daran erinnern, was hier für uns auf dem Spiel steht. Und damit meine ich vor allem Sie, Kostrov. Und auch Sie, Jenna. Das muss Ihnen klar sein. Also, wie gesagt, das ist eine Theorie von die Hemre, die er geäußert hat, und ich bin natürlich gerne bereit, unter den Sicherheitsgeboten diesen nachzugehen. Und wenn ich das kurz zusammenfassen darf, wir werden uns jetzt zunächst das Elternhaus besehen. Das ist ja auch das, was Sie damals, Kostrov, sich angesehen haben, und dort wurden Sie ja niedergeschlagen, nicht wahr? Ja, als der Staatsanwalt dann sich direkt an ihn wendet, aber auch schon bei den Worten, die der Lieutenant, denn der Lieutenant das nochmal zusammengefasst hat, und als die Sprache dann auf ihn kam, die Angriffe auf ihn und was er da gesehen hatte, da wird er nicht zusammengezuckt sein, aber man hat zumindest ihn kurz einatmen hören, aber dann hat er versucht, sich wieder zu beruhigen. Die Hände, die sich dabei auf seinem Oberschenkel zusammengekrampft hatten, öffnet er bewusst und sehr langsam wieder. Als der Staatsanwalt ihn jetzt direkt fragt, dann nickt er langsam und sagt aber nichts. Er nickt nur und guckt ihn direkt an. Oh, hinter dem Staatsanwalt sitzt Kunal Minhaj, und der hat eigentlich die ganze Zeit sich rausgehalten, und nach der Präsentation, Sir, eine Frage hätte ich. Ritualmorde? Was macht Sie glauben, dass das mit der Ritualmorde waren? Ritualmorde? Minhaj, Sie sollten die Akte doch lesen. Sir, haben Sie vielleicht mehr Bilder? Also ich könnte noch vom Tatort. Ich denke, Ritualmorde, da vielleicht eine Sekte, gab es Zeichen, gab es... Minhaj, haben Sie sich die Akte eigentlich angesehen? Hier ist, klären Sie ihn auf. Nun, Junge, wie Sie aus den Akten entnehmen können, gehen wir davon aus, dass Mr. Mills vollständig aus eigenem Antrieb gehandelt hat. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass er in irgendeiner Sekte oder etwas Ähnlichem zugange war. Nichtsdestotrotz müssen wir davon ausgehen, dass die Morde einen gewissen ritualistischen Hintergrund haben müssen, auch wenn wir noch nicht aufklären konnten, welchen, weil Mr. Mills sich nicht daran erinnern will. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Opfer Ryan Bedford mit einer Nagelpistole am Boden festgenagelt wurde, bevor man ihn mit einer Küchenmesser die Kehle durchgeschnitten, einen Leib aufgeschnitten und ihn ausgeweidet hat. In ähnlicher Weise verstarb auch die Mutter des Verschwundenen, Janice Bedford, später auf Suck Island. Sir, gab es denn ähnliche Fälle, Sir? Sie meinen, ob in letzter Zeit jemand Menschen an den Boden festgenagelt und ihnen die Kehlen durchgetrennt hat, dann ausgeweidet hat und Kinder verschleppt hat? Ich bin recht glücklich, sagen zu können, dass dem nicht so ist. Ein solcher Fall in 20 Jahren muss reichen für eine Stadt wie Detroit.
Ja. Sie haben übrigens vergessen zu erwähnen, dass er ausgezogen wurde. Zumindest habe ich das so herausgelesen. Er wurde nackt angenagelt und seine Kleidung sorgsam gewaschen. Zumindest wurde sie dort aufgereiht und dann... Richtig? Ja, da haben Sie nicht Unrecht. Das ist eine seltsame Mischung aus einem Schlachthaus und geradezu penibler Sauberkeit am Tatort hinterlassen worden. Emre, haben Sie dazu eine Theorie? Mittlerweile, nach 3 Monaten? Die Hemre würde erstmal mit seinem Kugelschreiber auf den Assistenten des Staatsanwalts zeigen und ihn fragen. Wie war noch gleich Ihr Name? Kunal Minaj. Kunal Minaj. Mr. Minaj, Sie sollten sich eventuell von diesen träumerischen Theorien verabschieden, von wegen Sekten. Also, Mr. Mills war ein einfacher Mann, ein Handwerker, ein Kleinkrimineller. Und auch diese Tat ist das Werk eines einzelnen, tief psychisch gestörten Mannes, was sich allein schon daraus ergibt, dass wir es, wie Mr. Katz gerade auch angedeutet hat, mit einer solchen Mischung an verschiedenen Tathergängen zu tun haben. Die sexuelle Komponente, die martialische Komponente. Es hat durchaus sicherlich etwas damit zu tun, dass Mr. Mills nun das Haus, in dem er aufgewachsen ist, ich möchte sagen, beschmutzt verstanden hat und es reinigen wollte. Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass er etwa das Tatwerkzeug, mit dem Mr. Bedford ermordet wurde, abgewaschen und wieder auf die Ablage gelegt hat. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage, Mr. Minaj. Detective Jenner springt jetzt so auf und fährt die Hembrand. Nur weil der Penner als Kind mit seiner Mutter geschlafen hat oder irgend so eine kranke Scheiße, versuchen Sie ihn hier als psychisch gestört darzustellen. Das ist ein Copkiller, Mann. Alleine das sollte doch schon reichen. Jenna, genau solche Ausbrüche will ich nicht haben, wenn wir da draußen sind. Das muss reibungslos ablaufen. Und da kann ich sowas nicht brauchen. Solche Ausbrüche, die bleiben hier, in diesem Raum. Das ist das letzte Mal, Jenna. Ja, ich wollte uns alle mal wieder beruhigen, Jenna, Herr Staatsanwalt. Felix, vielleicht nimmst du mal einen Schluck von deinem Kaffee und beruhigst dich ein bisschen. Ich setze mich wieder hin und F so, dürfen keine Ausschweifungen stattfinden nach. Man muss kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass Wahnsinn vererbt wird und da die Mutter des zu bemittelnden Franklin Mills ebenso wahnsinnig war, sollte der Fall hier klar sein. Es liegen keine rituellen Kulthandlungen vor. Punkt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir es etwas leichter bei dieser Tatortbegehung hätten, die übrigens auf meine Idee war. Nun, ich denke, wir hätten es leichter, wenn Mr. Mills nicht überrascht worden wäre am ersten Tatort und somit gezwungen gewesen wäre, den Tatort zu wechseln. Wie reagiert Aiden auf diese Spitze? Er schaut den Doktor etwas verwundert an, kneift dann so die Augen etwas zusammen, legt den Kopf etwas schief und meint, Sie wollen mir jetzt also anlasten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das hätte ich meinen Job nicht gemacht, dann hätten wir jetzt eine einwandfreie Verurteilung einfach so durchwinken können. Nun, anlasten klingt so nach Schuld. Ich möchte Ihnen nicht die Schuld geben. Ich spreche hier lediglich auf der Ebene von Ursache und Wirkung. Mr. Kostov, ich wollte Sie nicht verletzen. Nun, übertreiben Sie mal nicht, Dr. De Hemry. Ich glaube nicht, dass Sie das dem Armen Officer Kostov anlasten können, der völlig allein und ohne Rückendeckung wegen den verdammten Sparmaßnahmen der Stadt in diesen Höllenort gekommen ist. Wir wissen nicht, was Mills getan hätte, wenn Aiden nicht da wäre. Vielleicht hätten wir ihn nie geschnappt. Darf ich nochmal zur Tat kommen? Also,
darf ich noch mal fragen, die Organe, die entnommen worden sind, was ist mit denen geschehen? Ausgeweidet, haben Sie gesagt. Das ist richtig, auch wenn es sich nicht um eine Organentnahme gehandelt hat. Ich würde eher von einer Zurschaustellung, von einem brutalen Gewaltakt sprechen. Es wurde aber nichts vom Tatort entwendet. Bei all der Grausamkeit finde ich weniger wichtig, dass der Vater des Jungen ausgeweidet worden ist, sondern vielmehr irritiert mich das Opfern des Hundes als auch der Spielzeuge, so können wir sie, glaube ich, so gut zusammenfassen. Aber auch das spricht für Wahnsinn und weniger für Kult. Exakt. Es spricht dafür, dass Mr. Mills das Haus in den Zustand zurückversetzen wollte, in dem er aufgewachsen ist. Er hatte keinen Hund, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sehr gut, dann sind wir ja jetzt wieder zurück beim Thema. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, es geht bei dieser Tatortbegehung nicht darum, die forensische Untersuchung in vorhergesehene Richtungen weiterzuentwickeln. Der Fall ist glasklar. Es geht darum, dass Sie diesen, er schaut nochmal in die Akte, in den Bericht von Dr. DeHemery, diesen mentalen Fluchtzustand oder wie auch immer man das nennen soll, untergraben können. Sie müssen hinter die Mauern seines Wahnsinns zu blicken versuchen. Kitzeln Sie schon aus ihm heraus, aus diesem Simulanten, was er vor uns bisher verbergen konnte. Ich fürchte, wenn das hier heute in die Binsen geht, dann war das unsere letzte Chance, William Bedford noch lebendig zu finden. Oder tot. Nach 3 Monaten werden wir ihn höchstwahrscheinlich nicht mehr lebend finden, aber es ist zumindest ein sehr gutes Bild der Öffentlichkeit, dass wir uns darum bemühen, und das sollte, glaube ich, erkennbar sein. Nach 3 Monaten habe ich keine Chance, dass wir ihn noch lebend finden. Aber, wie gesagt, Kostroff, wenn Sie in der Wohnung ankommen, dann möchte ich bitte Flashbacks nicht von Ihnen haben, sondern wenn überhaupt von Mills. Reißen Sie sich also, wie gesagt, zusammen. Und Jenna, Sie auch. Ja, Sir. Aber natürlich, Sir. Wenn ich fragen darf, Mr. Kostroff, haben Sie eigentlich professionelle Hilfe in Anspruch genommen nach diesen Ereignissen? Kostroff schaut kurz zu seinem Lieutenant, schaut dann wieder zu dem Doktor und meinte: Nein, habe ich nicht. Der Officer meint, abgesehen von dem Evaluierungsgespräch, das er mit Ihnen geführt hat, Dr. DeHemery, die noch laufende Untersuchung zur Dienstfähigkeit von Officer Kostroff. Selbstverständlich. Gut, wenn wir also alle auf derselben Seite stehen, können wir ja jetzt das operative Geschäft besprechen. Ein Gefangenentransport von Wayne County Jail, wo Mr. Mills inkarceriert ist, wird am Tatort Nummer 1 der South Warring Street in ca. 60 Minuten um 15.30 Uhr erwartet. Aufgrund von Personalnotstand wird der diensthabende Vollzugsbeamte Mr. Mills dann an Sie überstellen. Sobald Sie die Begehung des Tatortes Nummer 1 in der South Warring Street durchgeführt haben, werden Sie selbstständig nach Sack Island weitergehen und dort den Tatort 2 mit Franklin Mills begehen. Nach allem, was wir bisher zusammengetragen haben im Zuge der Ermittlungen, ist schwer davon auszugehen, dass William Bedford irgendwo auf diesem Schiff oder auf Sack Island verschwinden hat lassen. Wenn Sie seinen mentalen Fluchtzustand also nicht im Haus der Mills und der Bedfords durchbrechen können, dann müssen Sie es spätestens dort schaffen, um 18.30 Uhr.
Als spätester Zeitpunkt wird Mr. Mills dann wieder von den Vollzugsbeamten in Gewahrsam genommen werden. Ist das klar? Sie haben also 3 Stunden für die Begehung weiter Tatorte. Noch irgendwelche Fragen? Brauchen wir irgendwelche spezielle Kleidung? Vielleicht Stiefel? Oder wie kann ich mir Zack Island vorstellen? Er wirft einen Blick nach draußen, wo der vom Smog geschwärzte Schneeregen runtergeht. Es hat auch wieder angefangen mit dem Niederschlag. Zusätzlich zu den kalten Winden. Es ist Detroit und es ist November. Ziehen Sie sich warm an. Sie haben mich falsch verstanden. Ich meine, ich kenne den Zugang zur Insel, das Schild, keine Kameras und ja, ich habe das alles. Aber auf der Insel selbst, es sieht sehr schmutzig aus. Er lacht einmal laut. Also wenn Sie sich vor Schmutz fürchten, Mr. Vinage, dann haben Sie vielleicht Ihre Arbeitsstelle verfehlt. Ja, Sir, ich gucke mal zu dem Staatsanwalt Joshua Katzin, weil der sieht sehr fein aus. Dann überlege ich mir, wie ich aussehe. Ich habe eigentlich auch ganz gute Sachen an. Und sage, ja, Sir, ich denke, ich werde uns vorbereiten. Ich lächle dann Aufmerksamkeit heischend zu Mr. Katz. Ja, der schüttelt nur irritiert mit dem Kopf. Minage, wir sind hier in Detroit. Also, wir sind hier nicht in Los Angeles. Ja, Sir, selbstverständlich, Sir. Ich habe nur an Ihre Schuhe gedacht, Sir. Minage, nächstes Mal lesen Sie sich lieber die Akte durch, als an meine Schuhe zu denken. Ja, Sir, selbstverständlich, Sir. Ich werd noch mal aufmerksam lesen. Passen Sie einfach auf, machen Sie die Kamera bereit, nehmen Sie das auf, nicht dass die Hamble noch irgendwas verpasst. Ein Augenzucken oder so von Mills, das er dann später überinterpretieren kann. Ja, Sir. Und Jenna und Kostrov passen dieses Mal bitte auf, dass nichts passiert. Hat Kostrov eine Waffe? Sonst sollten wir ihm sie gleich jetzt schon abnehmen. Kostrov dreht sich nicht um, als Jenna spricht, sondern schaut starr gerade auch geradeaus. Man sieht, wie seine Wangenknochen bzw. seine Kiefermuskeln spielen und deutlich hervortreten. Und sich seine Hände abermals kurz verkrampfen und sich dann nur langsam wieder öffnen. Jenna, verdammt. Reißen Sie sich am Riemen. Ist das eine Art, mit deinem Kollegen umzugehen? Wir wissen alle, dass Ihr Partner mit Mr. Kostrovs Waffe erschossen wurde. Das heißt nicht, dass er eine Schuld daran trägt. Er ist übermannt worden von Franklin Mills. Ja, Sir. Die Hemde, ich habe noch eine Frage an Sie. Können wir damit rechnen, dass er in einen ähnlichen Zustand gerät, in dem er vom Blutrausch übermannt wird und dann, nun ja, von mehreren Kräften oder von einem inneren Trieb angetrieben wird, damit er uns überwältigt oder es zumindest versucht? Können wir damit rechnen? Das halte ich für ausgeschlossen. Was immer der Anlass war für Mr. Mills ersten, nennen wir es mal für die Laien, Anfall. Es ist nicht erst im Haus passiert, sondern irgendwann, lange vorher. Und der Rest des Tages, dieses tragischen Tages, war dann die Konsequenz daraus. Einen solchen Anlass wird er nicht noch einmal haben. Nicht am heutigen Tag, nicht mit so vielen Polizisten anwesend und auch nicht in dem... Nun, ich denke mal, das Wohnhaus ist abgesichert und steht leer. Von daher sollte seine Psychose nicht noch einmal durch verdrängte Kindheitstrauma aktiviert werden. Nichtsdestotrotz müssen wir aus Sicherheitsgründen auf Fuß- und Handfesseln während des gesamten Zeitraums der Tatortbegehungen bestehen, nicht wahr? Sicherlich, wenn es das Gesetz so vorschreibt, sollten wir das tun. Also gut, dann Kaffee austrinken, nochmal eine letzte Zigarette oder sowas rauchen. Und dann geht's los.
Ihr habt nochmal einen kurze Verschnaufpause, bevor es tatsächlich losgeht. Wenn ihr da noch irgendetwas für eure Charaktere ansagen möchtet, nur zu. Danach folgt die Verlegung in die South Warring Street in Oakwood Heights mit zwei Fahrzeugen. Das eine Fahrzeug ist eine Limousine. Das ist der Privatwagen von Joshua Katz, der so halb auch der Dienstwagen ist für ihn als Assistant District Attorney. Und der andere Wagen ist der Dienstwagen von Detective Jenner. Das heißt, ihr solltet euch schon mal überlegen, wie ihr, in welchen Fahrzeugen ihr dahin verlegen wollt. Ja, also Kunal sitzt normalerweise vorne in dem Fahrzeug von Joshua Katz, während Joshua Katz wahrscheinlich hinten sitzt. Ja, selbstverständlich. Also, wofür habe ich dich sonst? Ja. Also, Kunal vorne, ja. Dr. D. Hammer würde neben dem Staatsanwalt Platz nehmen. Ist dann damit noch Platz in der Limousine? Ich gehe davon aus, Kunal ist der Fahrer. Dass du noch also, Beifahrersitz wäre noch Platz, wenn du dich nicht zu Jenner setzen willst. Aiden würde nur kurz überlegen und sich dann, wenn es zum Wagen geht, kommentarlos auf den Beifahrersitz setzen, wenn sich die höheren Herrschaften nach hinten begeben, weil mit Jenner scheint er offenbar im Moment nicht zusammenfahren zu können.